Also Bewegung im Alter ist das Allerwichtigste, denke ich. Also es ist etwas, wo man sich selber entwickeln kann. Ja, man bearbeitet seine Schwächen und hat dann irgendwann immer mehr Stärken. Hat einfach auch die Bedeutung für ältere Menschen, dass sie gerade in so einer Gruppe zusammenkommen, dass sie sich einfach fürs Leben öffnen können. Für mich ist Bewegung schon mit das Lebenselixier. Wenn ich bewege, merke ich, dass es mir besser geht wie ohne Bewegung. Fit ab 50. Mit Bewegung geht's mir gut.